Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz-Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für die, die wieder einschalten zum Monatsorakel für den Juni 2022. Was erwartet dich für dein Sternzeichen Krebs, Aszendent Krebs oder Mondzeichen Krebs? Wenn du eines dieser drei Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir diese Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele. Wenn die Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut sind, dann unten in der Infobox findest du alle wichtigen Details dazu. Wenn dir aber Tarotkartenlegungen schon vertraut sind, du mich nur noch nicht kennst, dann hallo, lehn dich zurück, entspann dich, gleich geht's los. Und für meine lieben Männerherzen, hallöchen, herzlich willkommen. Ihr wisst Bescheid, ihr müsst einfach die Geschlechterrolle umtauschen, da ich aus der weiblichen Perspektive spreche. Und für meine lieben Crosswatchers, hallöchen auch an euch. Ihr müsst gucken, ob das Ganze für dich resoniert und dein Gegenüber hier oder ob da das Aszendent von deinem Gegenüber oder das Mondzeichen von deinem Gegenüber hier einfach besser harmonieren würde. Vielen herzlichen Dank, meine lieben Krebsherzen, fürs Abonnieren, Liken, Teilen, Kommentieren. Danke, danke, danke schön. Das hilft dem Kanal zu wachsen und ich bedanke mich für diesen Energieausgleich. Wenn du Interesse hast an einer privaten Legung, dann unten in der Infobox findest du meine Instagram-Daten oder auch meine E-Mail-Adresse. Da kannst du mich gerne kontaktieren bezüglich eines Readings, wie es abläuft, wie viel es kostet etc. Unten in der Infobox. Ich freue mich dort auch dich wiederzusehen, okay? Wir fangen an für meine lieben Krebsherzen. Monat Juni. Yeah. Da haben wir drei der Kelche als allererste Karte. Wow. Dann haben wir hier Page der Münzen. Alright. Weiter geht's. Für meine lieben Krebsherzen, Monat Juni. Ich wusste das. Wir haben hier 8 der Stäbe. Wir haben hier, ich weiß nicht, wer zuerst da war. Der Teufel und 6 der, nee, was glaube ich, der Teufel und der Wagen. Das war's, genau. Genau, genau. Genau, ich glaube, der Teufel kam als letztes. Und dann gucken wir mal hinten. Da haben wir den Magier. Interessant, was passiert bei euch, meine lieben Waageherzen? Waage, warum sage ich Waage? Meine lieben Krebsherzen, nimmt mir das nicht übel, okay? Was passiert bei euch diesen Monat im Juni? Es fängt an mit 3 der Kelche. Ich sehe, Juni, du gehst aus mit deinen Mädels. Es gibt Dinge zu feiern. Du genießt das Leben, gehst aus, gehst was trinken, hängst mit deinen Freunden ab, verbringst Zeit mit deiner Familie. Das ist hier so deine Energie für den Juni. Ich sehe insbesondere, dein Nachtleben ist hier aktiv, weil 3 der Kelche hier bei nachts ist. Ja? Also könnte es für einige hier sein, euer Nachtleben ist ein wenig aktiver. Was nicht verkehrt ist, ja, es ist Sommer, man sollte das genießen. Wann soll man rausgehen, wenn nicht im Sommer? Ja, sonst ist ja immer kalt und man ist echt oft in den vier Wänden, sage ich es mal so. Jetzt ist die Zeit, wo man einfach die Energie tanken kann, rausgehen kann, einfach Sommernächte verbringen kann. Es muss ja nicht sein, dass ihr hier nur euch in irgendwelchen Clubs triggert, sondern dass ihr hier auch vielleicht einfach ja, draußen seid mit euren Freunden, schöne Sommerabende, Mädelsabende hier verbringen dürft etc. pp. Einfach gute Konversationen etc. Wir sehen als nächste Karte, bevor ich jetzt zu der nächsten Karte gehe, bevor ich es wieder vergesse, ich nenne ganz kurz die Zeichen. Krebs, Fische, Skorpion haben wir hier. Schütze, Widder, Löwe haben wir hier. Krebs kommt hier sehr stark durch. Steinbock haben wir hier. Als zweite Karte war der Page der Münzen. Und ich sehe hier, du überlegst, was du machen sollst. Weil da stehen hier Möglichkeiten offen. Nicht nur Möglichkeiten, auch für dich ist wichtig hier so, okay, welche Richtung soll ich gehen? Was möchte ich gerne erleben? Welche Erfahrungen? Wo sollte ich investieren meine Zeit? Wo sollte ich meine Energie hinlenken? Das ist hier so, was du gerne, was du gerade so dich beschäftigst. Ja, vielleicht hast du hier auch mehrere Lovers am Start oder hast Bekanntschaften gemacht. Muss nicht für alle so sein. Für einige oder es geht hier um Freunde oder hier auch
weil der Page der Münzen da ist, könnte es auch hier für eine berufliche Situation stehen, dass du gerade hier beruflich offen und dich neu orientieren möchtest und gerade nicht weißt, in was du investieren solltest. Vielleicht hast du auch ein bisschen Geld über und du sagst, hey, ich möchte in irgendeine Sache investieren, was mir langfristig Geld einbringt. Da überlegst du da, was ist gut, was ist nicht so gut. Ja, also das könnte diesen Monat hier für dich ein Thema sein und diesbezüglich kriegst du dich aus mit Menschen, die da Erfahrungen haben in diesem Bereich, ob du darin investieren sollst oder lieber doch nicht. Ich sehe definitiv für alle meine lieben Krebsherzen, egal ob es im Liebesbereich ist, im Berufsbereich, du bist gerade orientierungslos. Wir haben zwei Karten, der Page der Münzen und der Wagen. Du möchtest vorankommen, aber weißt nicht, in welche Richtung oder welche Richtung du hier einschlagen solltest. Dann haben wir hier auch eine süße Versuchung mit dem Teufel. Ja, der versucht sich hier mit Eis und Geld anzulecken. Ja, also pass auf, ja, wenn das Angebot hier, wenn es eine geschäftliche Situation ist und das Angebot klingt hier zu gut, um wahr zu sein, ja, dann ist es hier eine kleine Manipulation, weil wir haben hier hinten den Magier gehabt, den habe ich gesehen, pass auf, es ist der Teufel, du wirst hier übers Ohr gehauen, das kann ich dir hier nur als Warnung mitgeben, wenn es hier dein Liebesleben betrifft, ja, pass auf, es ist der Teufel hier mit im Spiel, ja, diese Person, ihr regt euch aus, er sagt, wie toll er dich findet, bla bla, aber du weißt nicht, ob du wirklich jetzt in diese Partnerschaft oder in diese Sache investieren solltest oder in diesen Menschen, die er kennenlernen solltest. Pass auf, der Teufel ist da, er manipuliert dich, es ist nur ein Schein, es ist nur ein Trick, es ist nur eine Verführung, um dich in seine Falle zu bekommen, okay? Wir gehen über direkt schon zur Klärung, würde ich sagen. Was klären wir? Page der Münzen, Klärung. Da haben wir 9 der Schwerter. Ja, du bist gestresst, okay? Wenn es so eine Sache ist, wo du investierst oder einen neuen Beruf, wo du einsteigen solltest, bei jemandem in der Firma als Angestellter arbeiten solltest oder hier auch komplett eine Investition, jetzt habe ich es, dann ist es für dich, es stresst dich, ja, du hast Angst hier was Falsches zu machen, du hast Angst hier, siehst du hier unten dieser Geldbatzen oder diese Geldmünzen, die da verstreut liegen, du hast hier unnötig Angst, in irgendwas Falsches dein Geld reinzustecken, ja, und auch für dich, wenn du hier Single bist und du gerade hier so auf Partnersuche bist, du weißt jetzt nicht, ob du wirklich wieder so Richtung Beziehung gehen solltest oder einfach dein Single-Leben hier mehr genießen solltest. Entschuldigt. Also ich habe das Gefühl, du weißt nicht genau, orientierungslos, welche Richtung für dich die richtige ist, welche Richtung du hier einschlagen möchtest, ist dir selber noch nicht so ganz klar. Deswegen, du guckst gerade, du schaust dich um, der Page der Münzen ist sehr unerfahren, ja, er macht etwas hier zum ersten Mal, vielleicht bist du seit langem, warst lange in einer Beziehung, bist jetzt wieder erst Single, also wirfst du dich jetzt wieder hier zum ersten Mal auf diesen neuen Datingmarkt, wie läuft das jetzt hier genau so ab, oder vielleicht investierst du in eine Sache, wo du gar keine Ahnung von hast oder möchtest irgendwas machen, ja, wie läuft das denn jetzt hier ab? Das ist so eine neue Welt, wo du eintauchst in dieser Sache, ja? Und der Page der Münzen beginnt bei Null. Er ist nämlich noch unerfahren, aber er darf Erfahrungen sammeln. Also als Page wirst du auch Fehler machen. Fehler heißt ja nicht, dass du in irgendetwas scheiterst, sondern du kannst, aus Fehlern lernt man und daraus wird man dann auch sehr gut. Ne? Auf jeden Fall haben wir hier die 8 der Münzen. Warum sage ich 8 Münzen? 8 der Stäbe. Es ist hier auch so ein Wirbelwind. Wenn es hier um eine Sache geht, wo du investierst, viel Informationsfluss, ja, sehr viel Informationsfluss ist. Verwirrt dich auch ein wenig, wenn du hier gerade Single bist und dich hier auf Dating-Apps oder dich gerade mehr Partner, also gerade bei der Partner-Kennenlernphase bist oder mit einigen Kontakt hast, sage ich mal so, dann bist du auch ein wenig verwirrt, weil es so viele Nachrichten, was hat denn der gesagt, was hat denn die gesagt, also es kommen hier viele Nachrichten raus rein, das ist hier so, was ich für dich aufnehme und es stresst dich, ja. Ich war bei der Klärung und dann, naja, schweife ich wieder ab. Okay, gut, dann haben wir hier der Wagenklärung. Eigentlich brauche ich den Wagen nicht zu klären, aber wir schauen mal. Ich würde gerne den Teufel nämlich klären. Gut, wir klären den Teufel, Klärung der Teufel. Du wirst auch mit raus, gut. 10 der Schwerter und 9 der Münzen. Unabhängigkeit und die dunkelste Stunde hat geschlagen, bevor es wieder hier zum Morgengrauen wechselt, okay? Interessant, als Klärung von dem Teufel,
Ich sehe, du möchtest gern unabhängig sein. Du möchtest, auch wenn du hier jemanden kennenlernst, du möchtest nicht in eine Falle tappen, ja? Du hast Angst, oh, was ist, wenn es so eine Falle ist und ich tappe hier so in die Falle rein und dann bin ich wieder in einer Beziehung, wo ich schlecht wieder rauskomme, wo ich dann wieder abhängig bin von dieser Person und ja, wo dann danach die Maske fällt. Ja, du kannst dich nicht entscheiden, ob du hier lieber Single sein möchtest oder ob du hier wieder eine Partnerschaft mit jemandem eingehen möchtest. Das ist deine Entscheidung. Für diejenigen, die hier eine sich um geschäftliche Dinge handelt, warum habe ich immer so heute irgendwie, jetzt, für diejenigen, die es um hier, okay, wartet nochmal. Für diejenigen, für die es hier um geschäftliche Angelegenheiten geht oder handelt, ich sehe hier für dich, du hast Angst, du hast auch dieselben Ängste, dass du hier von dieser Person dann abhängig bist, wenn es hier nur um eine Person handelt oder um eine Sache. Du möchtest unabhängig bleiben, du möchtest auch, dass dein Geld irgendwie so unabhängig ist. Ich habe auch das Gefühl, du hast Angst, dass das so, wenn du das tust, wenn du dich dafür entscheidest, dass es so wie die dunkelste Stunde hat eingeschlagen, oh mein Gott, das hätte ich nicht tun sollen, dass diese Person dir hier in den Rücken fällt und dann dich hier mit einem Schwert hier reinsticht. Ja, also pass auf, der Teufel ist hier und das wird auch hier so kommen, weil ich habe es hier geklärt mit den 10 der Schwerter. Also diese Person, sobald du in die Falle reintappst, wird die Maske fallen, werden die Intentionen hier sichtbar, die wahren Intentionen. Und deswegen Vorsicht, bei dem, was du hier gerade machst, Vorsicht, ja? Und auch meine lieben Krebsherzen, also das ist jetzt wegen dieser geschäftlichen Sache, würde ich dir wirklich dringend sagen, Vorsicht. Für meine lieben Krebsherzen, wo es hier um eine Liebessache geht, ja, okay, du kannst nicht viel falsch machen, wenn du in eine Beziehung kommst, dann beendest du die Beziehung, aber ja, ich warne dich auch. Ja, sobald du in dieser Beziehung bist, nach einer Weile wird er hier seine Maske auch dir gegenüber fallen lassen. Er wird dich hier enttäuschen. Er wird hier nur irgendwas von dir haben wollen. Seine Intention wird hier klar. Er wird dich hier manipulieren und du wirst hier als Single zurückbleiben. Pass auf. Pass wirklich auf. Entscheide hier wirklich weise, was du möchtest. Warum kannst du die Person nicht noch eine Weile länger kennenlernen? Warum müsst ihr schon in eine Partnerschaft eingehen? Warum muss es so schnell gehen? Lass dir Zeit. Ja, und wenn du was investieren wirst, lass dir Zeit. Lass dich nicht von irgendeiner Person hier bequatschen, wenn es hier jemanden gibt. Ja? Hier, hinten, Mäßigkeit. Lass dir Zeit. Das ist immer so, lieber langsam als zu schnell. Ja? Sonst kann es schief laufen. Wir gehen über an die Orakelkarten für meine lieben Krebsherzen. Orakelkarten, Monat Juni. So, wir haben ein Happy End. Es wird ein Happy End für dich kommen. Du wirst die richtige Entscheidung hier treffen und es geht hier um Liebe. Für die Mehrheit wird es hier um Liebe gehen und du wirst ein Happy End in der Liebe finden. Habe Geduld. Nicht gleich das Erstbeste nehmen oder die erstbeste Situation. Gib dir selber Zeit, auch zum Heilen. Die Mäßigkeit war da. Es ist wichtig, dass du in die Heilung kommst, Schritt für Schritt, nichts überstürzen. Du wirst schon den richtigen finden. Für meinen lieben Krebsherzenmonat Juni. Wow. Kommt einiges raus. Dann Selbstakzeptanz. Ja? Akzeptiere dich so, wie du bist. Liebe dich so, wie du bist. Arbeite mehr an deiner Selbstliebe diesen Monat. Das würde dir hier gut tun, wenn du gerade orientierungslos bist. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, wenn du nicht weißt, wo du gerade stehst, was du machen sollst. Das darf doch mal sein, oder? Man muss nicht immer alles wissen, wie es jetzt lang geht, was der nächste Schritt ist. Jetzt bist du gerade orientierungslos. So what? Dann ist es gerade so, okay? Selbstakzeptanz. Genieße den Augenblick, genieße die Zeit, schenke dir die Selbstakzeptanz, akzeptiere dich so, wie du bist, so, wo du gerade stehst. Jetzt mit dem Alter, jetzt mit dem Aussehen, jetzt mit dem, was du hast, akzeptiere dich erstmal selbst. Dann Gelassenheit. Ja,
ein bisschen Gelassenheit. Warum musst du so nach vorne preschen? Es muss weitergehen. Schnell, 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 schnell. Nein, sei ein wenig gelassen. Entspann dich. Relax. Komm runter, meine lieben Krebsherzen. Entspann dich. Schritt für Schritt. Lass es einfach natürlich entfalten. Und dann wirst du schon merken, was du möchtest. Oder wo lang du möchtest. Aber nicht mit Druck und schnell, schnell, schnell. Ah, für meine lieben Krebsherzen. Neues Leben, ein neues Leben erwartet dich. Ja? Du bist gerade dabei, dein Leben hier neu zu entdecken. Du musst erst mal aufwachen. Du bist gerade so und willst schon losrennen. Ja, aber wohin? Du bist doch gerade erst, dein neues Leben hat gerade erst angefangen. Chill, okay? Entspannung, Entspannung, Gelassenheit. Du kannst, schau doch mal, wie die Dame da drauf ist, wie die kleine Feder ist, ja? Sie ist gerade erst aufgewacht. Du hast so viel Potenzial, du kannst so vieles machen. Aber gib allen Zeit, gib dir Zeit. Für meine lieben Krebsherzen. Monat Juni. Was sollten meine lieben Krebsherzen... Oh, da kam einiges raus. Wir haben einmal die Überfahrt. Initiation. Ja, du bist gerade in dieser Überfahrt. Ja, du bist gerade dabei, dein neues Leben hier zu betreten. Du bist in dieser Überfahrt. Sag ich mal so, deine... Ja... Deine Realität wird sich ändern. Ja, sei bereit dafür für dein neues Leben. Es fängt gerade an. Überstürze nichts, übereile nichts. Lass es doch einfach sich entfalten. Dann haben wir hier Moosweiblein, Flexibilität. Ja, auch mit dieser Gelassenheit, flexibel. Sei gelassen, sei flexibel, sei offen. Empfange, sei in dem Empfang. Nicht, okay, was kann ich tun, wo soll ich hin? Also dieses schnell, schnell. Nein! Jetzt die Zeit, flexibel zu sein, einfach ja, zu gucken, okay, einen Schritt langsamer zu gehen. Dann haben wir hier ein aufgeräumtes Haus, Klarheit und Organisation. Räum dein Zuhause auf, ja? Vielleicht, wenn du gerade orientierungslos bist, schreib dir eine Liste. Was würde dich interessieren? Wohin möchtest du? Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? Was möchtest du noch im Leben machen? Was würde dich denn interessieren? Was sind deine Interessen, ja? Und dann haben wir hier lieb gewonnen, radikale Akzeptanz. Es geht hier um Selbstliebe. Für dich, meine Lieben, es wäre jetzt unnötig, hier in irgendeine Liebelei reinzustürzen. Für dich wäre ganz, ganz wichtig, dass du hier diesen Monat auf dich den Fokus legst, in die Selbstliebe, dich radikal so akzeptierst, wie du bist, dich liebst, so wie du bist und nicht von außen suchst, hey, ich brauche jemanden oder was heißt du, sagst nicht, ich brauche jemanden, aber so indirekt, ja, ich brauche jemanden, der mich liebt, so wie ich bin. Ja, aber nicht mal du selbst tust das. Und dann wunderst du dich, wenn dann der Teufel so herkommt, jemand, der dich halt hier dann manipuliert, nur um etwas zu bekommen von dir, nur um dich hier emotional abhängig zu machen, finanziell abhängig zu machen, was auch immer. Pass auf. Liebgewonnen, radikale Akzeptanz, geh in die Selbstliebe. Das ist dein spiritueller Ratschlag, der hier stark, stark durchkommt im Monat Juni, okay? Krebs. Puh, ihr kriegt sehr viele Karten, liebe Krebsherzen. Phönix. Wie ist dein Happy Ever After? Ja? Du bist wie der Phönix. Du wirst aus dieser Asche neu, Wiedergeburt kommt hier mehrfach durch, ja? Und ich sage, vielleicht lass mal diese Märchenstory einfach hinter dir. So dieses, es war einmal... Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch glücklich und fröhlich weiter. Verbrenn den Shit mal, ja? Okay? Brenn den Shit, auch wenn dein Leben gerade nicht so gelaufen ist. Und wir haben bei dir, ist gerade hier ein Turmmoment. Zieh dich ein wenig zurück von deinem sozialen Umfeld, beziehungsweise geh in die Innenwelt, entspann dich, stell dich auf den Kopf. Genieß, trink einen Tee, ja, komm in die Ruhe und die Gelassenheit und Ruhe. Dann, das habe ich schon vorher gesagt, der Thron, ja, dein Potenzial ist endlos. Finde erstmal raus, was du willst, wer du bist,
wohin du gehen möchtest, was du noch in diesem Leben machen möchtest. Das ist hier so deine Message. Oh mein Gott, wunder, wunder, wunderschön. Für meine lieben Krebsherzen, Monat Juni, Krebs. Was sollten meine lieben Krebsherzen für den Monat Juni jetzt noch wissen? Okay, eine Karte haben wir hier. Oh, was Mystisches, ja? In Lila umhüllt. Du siehst nicht das ganze Bild. Hier zeigt jemand nicht sein wahres Gesicht. Es kann aber auch sein, dass dein neues Leben sich hier noch nicht endgültig dir gezeigt hat oder entfaltet hat. Es kommt gerade auf dich zu. Ja, sei ein bisschen gelassener. Aber ich nehme hier auch, dass es jemand hier, der ein bisschen geheimnistorisch tut, jemand, der dein Interesse hier locken will, pass auf. Ja, hier geht es ein bisschen so shady, zwielichtig. Für meine lieben Krebsherzen Monat Juni. Was sollten meine lieben Krebsherzen für den Monat Juni jetzt wissen? Für meine lieben Krebsherzen Monat Juni. Für meine lieben Krebs. Oh. So. Übernimm Verantwortung für dein Tun. Ja, komm in die Verantwortung. Seh dich nicht immer als Opfer. Mir wurde das angetan, dies angetan. Übernimm Verantwortung für dein Tun. Sei bewusst, was du tust. Treffe Entscheidungen vorsichtig, nicht aus deinen Emotionen immer heraus. Ganz, ganz wichtig, ja? Nicht so eine Kurzschlussentscheidung. Oder weil du was jetzt unbedingt haben willst. Ja, Vorsicht, meine lieben Krebsherzen. Monat Juni. Dankeschön. Zwei spirituelle Ratschläge. Mach dir hier einen Finanzplan. Ja? Achte auf deine Finanzen. Vielleicht einige möchten hier in etwas investieren. Dann mach dir erstmal so einen Finanzplan. Wo könntest du dein Geld investieren? Wie kannst du Geld zur Seite anlegen? Wo ist eine sichere Quelle zu investieren? Nicht in etwas investieren, wo versprochen wird, dass du schnell viel Geld zurückbekommst. Meistens ist das nicht seriös, okay? Mach dir einen Finanzplan. Wenn du aber einige von euch haben Struggle mit den Finanzen, deswegen wäre es auch mal wichtig, hier zu gucken, okay, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, wie viel dies, das, dass du dich mit deinen Finanzen so ein bisschen auseinandersetzt, mal auch deine Einkäufe beobachtest, ja, ob das immer aus dem, sag ich mal, aus Frust heraus geschieht oder aus Emotionen heraus geschieht, dass du dann Frust shoppen gehst oder dies machst oder jenes machst und einfach kurz dein Geld rauswirfst. Achte mal darauf, ja? Da haben wir hier Intuition. Deine Intuition möchte sich hier mit dir verbinden und connecten. Achte auf deine Intuition. Deine Intuition spricht mit dir. Dein drittes Auge ist wach. Achte darauf, okay? Dann gehen wir über zu den Tea-Leaf-Karten als letztes. Für meine lieben Krebs. Okay, da haben wir schon einiges. Wir haben eine Ecke hier. Jemand versucht sich zwischen dir und jemanden zu drängen, zwischen dir und einem Freund. Ja, dann haben wir hier ein Auge. Physische, psychische Fähigkeiten. Also vertraue deiner Intuition. Wenn deine Intuition sagt, da ist irgendwas falsch mit dieser Person, vertraue darauf. Auch wenn du nicht weißt, bin ich jetzt verrückt? Bilde ich es mir nur ein? Ist es meine Angst? Nein, vertraue, das ist deine Intuition. Deine Intuition warnt auch voll oft, ja? Wenn du merkst, okay, irgendwie die Person ist super nett und toll und was weiß ich, ja? Aber du hast irgendwie, irgendwas fühlt sich komisch an. Du kannst es nicht beschreiben. Du hast so ein komisches Gefühl. Ja, irgendwas stimmt mit seiner Energie nicht oder mit ihrer Energie nicht, ja? Das ist deine Intuition, die dich warnt. Ja, das ist, weil du kannst Energie nicht sehen, also so mit dem bloßen Auge. Das ist deine Intuition, die dich warnt. Du nimmst es wahr. Ja, deine Intuition nimmt es wahr und siehst dein Warnsystem. Achte darauf. Dann haben wir hier ein Seepferdchen, Familienangelegenheiten. Für einige könnte es hier um Familienangelegenheiten. Ja, es gibt hier etwas in der Familie. Dann haben wir hier einen Familienverlust. Und wir haben hier Dezember. Irgendwas, was mit dem Monat Dezember zu tun hat oder für den zukünftigen Dezember, okay? Meine lieben Krebsherzen, ich beende hier eure Legung. Es war schön, für euch gelegt haben zu dürfen. Wenn du mit meiner Energy Vibes, lasst ein Abo da, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar. Oben wird ein Video eingeblendet für all meine lieben Singles für die nächsten 3 Monate, was dich erwartet.
Genau, es ist ein Auswahl-Orakel, das spielt keine Rolle, was für ein Sternzeichen du hast. Also wenn du Interesse hast, klick drauf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!